Hallo Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Part meines Let's Plays von Zelda The Minish Cap. Ja, also auch dieses Spiel hat wieder ziemlich krass angefangen. Eigentlich wollten Link und Zelda ja nur zum Minishfest gehen, wo sie auch hingegangen sind, und dann hat Link eben noch das Schwert seines Großvaters beim Minister des Schlosses abgeliefert, und dann war es ja eigentlich soweit, dass die Siegerehrung des Schwertkampfturniers stattfindet, und derjenige, der gewonnen hat, heißt eben Fatih. Nur der hatte was ganz Übles im Schilde, der hat nämlich versucht, den Inhalt dieser besonderen Kiste, in der das Schwert der Minish gesteckt ist, an sich zu nehmen, und hat dann auch die Wachen angegriffen. Und dabei hat er doch tatsächlich das Schwert der Minish zerstört, und die Kiste ist dann aufgegangen und die ganzen Monster sind rausgekommen und haben sich jetzt hier überall im Königreich verstreut. Und das Allerschlimmste, mit einem ganz starken Fluch hat es Fatih doch tatsächlich geschafft, Zelda in Stein zu verwandeln. Ja, also er hat sie komplett versteinert, dieser Mistkerl, und ist dann verschwunden. Und ich bin jetzt hier im Dorf der Waldminish. Ich habe nämlich eine sprechende grüne Mütze namens Ezelo gefunden. Kann ich ja mal kurz mal rufen. Ja, und wenn du die Sprache der Minish nicht verstehst, kommen wir hier nicht weiter. Ganz genau, die Minish verstehen mich nämlich nicht, die sprechen alles irgendwie rückwärts. Und ich muss jetzt irgendwie jemanden finden, der mich doch irgendwie verstehen kann, damit ich auch die anderen Minish verstehen kann. Und meine Hauptaufgabe ist es eben, dass die Minish für mich dieses zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen, dass daraus ein neues Schwert entstehen kann. Und das Schwert meines Großvaters habe ich jetzt auch dabei. Und Ezelo besitzt eben die besondere Fähigkeit, mich zu schrumpfen. Deswegen bin ich jetzt auch auf Minish-Größe geschrumpft. Ich bin jetzt richtig winzig klein, so klein wie ein Minish. Weil nur so kann ich sie auch sehen und treffen. Aber gut, wie gesagt, jetzt gehe ich mal zu jemandem, der mir helfen kann. Und ich habe auch schon meine ersten beiden Herzteile im ersten Part bekommen. Eins war draußen vor dem Eingang zum Waldschrein und das zweite war hier drüben rechts. Habe ich mir beide schon geholt. Jetzt gehe ich mal hier rein. Oh, Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Ich verstehe eure Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Aha. Das ist irgendwie echt genial. Wenn ich in eine Birne reinbeiße, also wenn ich Obst esse, dann spreche ich auf einmal eine andere Sprache. Wenn das so einfach wäre, dann würde ich selber wohl auch mehr Sprachen sprechen können. Aber so einfach ist es Mechtelim ja leider nicht. So, das ist dieses Fasshaus. Und hier geht's auch mal runter. Schwupps. So, einfach hier die Kiste verschieben und hier haben wir auch schon die Quatschbirne. Ah, Kindchen, das ist die Quatschbirne, von der Fester erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Ist die Quatschbirne, dann kannst du mit den Minish reden. Nom 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 nom. So, wir haben sie gegessen und jetzt können wir die Minish endlich verstehen und sie uns natürlich auch. Du hast also die Quatschbirne gegessen, kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute könnten uns nicht mehr sehen. Unglaublich, dass du uns sehen kannst. Ja, ich find's auch unglaublich. Das hat ja wunderbar funktioniert. Hast du nicht auch schon einmal davon gehört, dass jemand Glück hatte, nachdem er ein Fragment gefunden hat? Fragmente sind in Wirklichkeit Items, die wir Minish herstellen. Wir lieben es, den Menschen heimlich etwas Gutes zu tun. Das finde ich ja richtig nett. Ja, was diese Fragmente genau sind, dauert es halt noch ein bisschen im Spiel, bis wir wirklich mal eins davon zu Gesicht bekommen. Und ich muss jetzt mit dem Ältesten der Waldminish reden, der wohnt hier drüben. Oh, du sprichst die Sprache der Minish. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Nein, nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ezelo und das ist Link. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das zerbrochene Schwert der Minish hier reparieren lassen. Ach, so ist das. Ihr seid gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form.
Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher zu mir. Ich verstehe. Ja, das ist eben meine Hauptaufgabe in diesem Spiel. Also nicht nur das Schwert an sich reparieren zu lassen, sondern auch die vier Elemente, die es zu finden gilt. Das Erdelement scheint jetzt eben hier in der Nähe zu sein, im Waldschrein. Das ist auch das Erste, was ich bekomme. Oh, du willst zum Schrein? Bitte hier entlang. Pass gut auf, denn dort hausen Ungeheuer, da ist es gefährlich. Naja, ich werde schon vorsichtig sein. So, und weil ich ja jetzt so klein wie ein Mini-Spinn, kann ich den Waldschrein auch betreten. In normaler Größe geht das nämlich gar nicht. Waldschrein. Hier ist also der Waldschrein. Hier sollten wir mal Monster leben. Was ist? Zögere nicht. Ich bin ja bei dir. Na gut, dann gehe ich ihm vor. Nein, warte, wir gehen zusammen. Ja, willkommen im ersten Dungeon des Spiels, dem Waldschrein, den ich auch komplett in kleiner Gestalt erkunden werde. Das heißt, alles, was hier quasi ist, ist nur deswegen so groß und gefährlich, weil ich selber so klein bin. So, und hier haben wir gleich mal Spinnennetze, pfui. So, dann geht's eben hier weiter. Pfui, Schnecken. Schleimschnecken. So, na wartet. Zack. Und zack. Und zack. Nanu, eine verschlossene Tür. Naja, ist ja logisch, was man hier machen muss. Einfach alle vier Fackeln anzünden. Tada! Kleinen Schlüssel erhalten. Eröffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Genau, also, aufmachen. Pfui, die fallen hier voll von der Decke. Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich das Steuerkreuz, um zu ziehen. Okay. Ah, schön, eine kleine Brücke. Und hier, diesen Pilz kann man auch greifen. So, jetzt loslassen! Whee! Boah, schon wieder so eine eklige Schnecke. Ach, und ein Rubin. So, diese komischen Pilzgegner hier, die kann ich dabei noch gar nicht besiegen mit meinem Schwert. Ja, prallt jeder Schlag ab. Aua, fies. Das ist ja ein riesiges Fass! Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Nicht das Fass ist groß, wir sind so klein. Ja, da hat er recht. Aber hier ist ja ein Schalter. Aha. So. Jetzt habe ich hier die Ranken verbrannt und das geht auf der anderen Seite auch nochmal. So. Gut, hier haben wir zwei Schalter, auch ganz leicht. Einfach diese Statue hier drauf schieben und selber auf den zweiten Schalter steigen und geschafft. Jetzt ist das Fass nicht mehr fixiert und ich, wow, muss hier aufpassen, kann hier jetzt was ganz anderes machen. Ah, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Genau, wenn ich mich jetzt hier drin bewege, dann bewegt sich auch das Fass. So, und jetzt komme ich auf einmal hier unten raus. So wird's gemacht. So, pfui, Käfer. Und tschüss. So, hier ist ein Block, den ich aber leider von hier nicht verschieben kann. Das geht nur, wenn ich von oben komme. So, und hier ist schon wieder ein Pilz. So, wartet mal, ich zieh mal ganz nach hinten. Schwupps. So, seht mal, hier oben ist nämlich eine Schatztruhe, eine ganz große. Da ist immer was Besonderes drin. Da
Dungeon-Karte erhalten. Betrachte die Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Wähle ein Stockwerk aus mit dem Steuerkreuz. Ne, ist ja ganz klar. Eine Karte muss immer dabei sein. So. Haben wir jetzt hier. Der Waldschrein hat 3 Ebenen. Das Erdgeschoss und 2 Kellergeschosse. Dann ist hier aber auch noch Platz für 2 weitere Sachen. Ihr könnt euch ja bestimmt denken, was das noch sein wird. Und vor allem, hier drüben ist gleich mal ein weiteres Herzteil. Das wäre dann das dritte. Also in Minish Cap gibt es auch wieder in einigen Dungeons auch Herzteile, die man bekommen kann. So. Zack. Also werde ich mir das natürlich auch holen. So, jetzt ziehe ich den Pilz aber nur zur Hälfte. Dass ich genau hier lande. Kann ich erstmal den Block verschieben. Dann geht's aber weiter nach links. Wow! Alter, pass doch mal auf! Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter stellen können. Ja, warum glaubst du wohl, ist hier dieser Toncode? Den kann ich... Hoppla! Ups! Ins Wasser gefallen, den kann ich nämlich verschieben! Und schon bleibt der Schalter gedrückt und ich kann hier rüber. Also die Rätsel sind anfangs natürlich noch sehr einfach. Drücke und halte eher, um Dinge zu greifen. Drücke zusätzlich der Steuerkreuz, um etwas zu ziehen oder zu schieben. Ja, das weiß ich doch. Haha. Ja. Oh nein. Tja, das ist natürlich logisch, dass man hier von der anderen Seite ziehen muss. So. Und wieder einen kleinen Schlüssel erhalten. So sieht's einfach besser aus. Gut, ein weiterer Schlüssel, das heißt, ich kann eine neue Tür öffnen. Hier gibt's dabei eh nichts für mich zu tun, weil das Herzteil kann ich mir erst ein wenig später holen von einer anderen Richtung her. Die Tür war nämlich hier drüben. Jetzt muss ich wieder hier lang laufen. So, hier drüben ist die Tür. Und aufmachen! Und schon wieder ein Pilz, aber... Jetzt hier lang. Ah! Höpp! Erstmal geht's, glaube ich, eh hier weiter. Und du stehst auf. Zack. So, Raum. Runter oder darüber? Ich gehe mal runter. Aha. Hier ist doch noch eine große Truhe. Und schon wieder. Zack. Sehr gut. So, das geht doch, glaube ich, so und so. So, was haben wir hier? Kompass erhalten! Du siehst, wo sich interessante Dinge befinden. Drücke Start und betrachte die Karte durch Drücken von L oder R. Ja, der klassische Kompass, der zeigt mir jetzt eben, wo sich Schatztruhen befinde, ich noch nicht aufgemacht habe, und auch, wo sich der Endboss befindet. Der Boss des Waldschreins. Jetzt komme ich aber leider von hier nicht an die Truhe ran, aber die geht auch nicht anders. Hauptsache, der Schalter bleibt mal gedrückt. Und jetzt gehe ich mal nach... hier. So, da ist noch ein Herzteil. Es gibt hier ganze 2 Herzteile. Wow, aua. Boah, ihr seid so fies und eklig. Haut ihr wohl ab. Und dieser Schalter macht die Tür auf. So, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Einen Moment. Hier geht's doch weiter. Oh. Oh, verdammt. Doing, doing. Da haben wir gerade einen Zwischenboss gesehen. Nee, hier komme ich ja gar nicht weiter. Hier ist ja die Tür zu. Das heißt, ich muss sogar wieder hier zurück. Was macht nichts. Jetzt habe ich ja wenigstens eine Abkürzung, weil da die Tür offen ist. Aber hier wächst ja schon wieder ein hübscher Pilz. So. Und ziehen, ziehen, ziehen. Hopp. So ist gut. Man muss sich nur zu helfen wissen. Zack. Und Schnee. Ich hasse Schnecken. Die sind wirklich voll eklig.
Ich mag die auch im echten Leben nicht besonders. So, ist ja auch ganz logisch, was man hier machen muss. Zwar einfach die Statue hier hinziehen, weil es ja nicht anders geht. Und jetzt wieder zurücklaufen und die zweite direkt auf den Schalter schieben, weil sonst komme ich ja hier nicht vorbei. Sehr gut. So, oh! Was haben wir denn hier? Ein paar Käfer und ich bin eingesperrt. Und zack. Und tschüss. Ha, na bitte! Ein kleiner Schlüssel für mich. Ich hab ihn. Dann machen wir doch gleich mal die nächste Tür auf. Und jetzt geht es, wie gesagt, zu meinem ersten Zwischenbosskampf. Das ist dieser blaue Wurm, den wir da vorhin gerade gesehen haben. Das ist nämlich ein Imos. Ich glaube, der heißt so, Imos. So. Genau. Der ist natürlich, ihr könnt es euch bestimmt denken, nur an seinem Hintern verwundbar. Aber vorher muss man ihm noch in den Kopf schlagen. So, und jetzt hier das rote Hinterteil mit dem Schwert attackieren. Wow. Rampage-Modus, er dreht durch. So, na warte. Und zack, 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 zack. Wow, aufpassen. Hep. So, und jetzt stirb. Ja. Endlich. Jetzt bekomme ich eine richtig tolle Belohnung. Magischen Krug erhalten! Drücke den Knopf, um den Sog zu aktivieren und lass ihn los, um das Angesaugte wegzuschießen. Lege das Item in Item-Menü auf A oder B. Na bitte, mein allererstes neues Item, abgesehen jetzt mal von Schwert und Schild, gleich mal ausrüsten. Nehme ich jetzt eben statt dem Schild. So. Und jetzt kann ich hier die ganzen Netze mal wegmachen. Also das sind in dem Fall keine richtigen Spinnennetze, sondern Netze, die dieser Imos hier gesponnen hat. Die kann ich jetzt hier schön wegsaugen. Und ja, der magische Krug ist eben hier zum ersten Mal eben in Minish Cap aufgetaucht, aber in Skyward Sword gibt es ihn ja auch. Nur funktioniert er da ein bisschen anders. Da saugt er keine Sachen an, da pustet er einfach ganz starken Wind. Also ich vermute mal stark, dass die Entwickler sich eben an dem magischen Krug an Minish Cap orientiert haben, weil dieses Spiel ja wesentlich früher erschienen ist. Aber ist ja ganz nett. So, schwupps, und hier machen wir das auch weg. Jetzt kann ich nämlich mal hier unten lang. Ah, und hier komme ich endlich zu diesem Herzteil, was ich vorhin gesehen habe. Tada! Herzteile halten. Jetzt hast du 3 Herzteile. Noch 1 und du hast ein Herz mehr. Ganz genau. Dann habe ich schon 4 Herzen. So, und hier ist jetzt auch alles voll mit diesem komischen Pollenstaub oder Pilzsporen, besser gesagt. Das sind irgendwie solche Pilzviecher. So, denen kann ich auch einfach ihre Sporen wegsaugen. Und dann kann ich sie mit dem Schwert treffen. So. Was haben wir denn da? Jetzt gleich 2 Schalter nebeneinander. Äußerst verdächtig. So, den machen wir auch noch sauber. So, dieser Schalter. Ah, seht mal, ein blaues Warpfeld. Das ist jetzt eines, was zum einen Teil hier erschienen ist, also es gibt immer 2 von derselben Farbe. Es gibt 2 blaue und später gibt es auch noch rote Warpfelder, jeweils 2. Die sind immer eines irgendwo mitten im Dungeon, das andere befindet sich immer am Eingang. Das heißt, wenn ich dann zum Eingang zurückgehe und auf das blaue Feld trete, dann komme ich hier raus und kann mir dieses Herzl dann nehmen. So, was macht ihr hier? 2 Schatztruhen lasst ihr auftauchen. 10 mysteriöse Muscheln erhalten, wozu so etwas wohl gut ist, das werden wir später noch erfahren. Und gleich nochmal, 10 mysteriöse Muscheln erhalten. Wie gesagt, was es mit denen auf sich hat, das dauert noch ein wenig. Aber was machst denn du hier? Du bist hässlich. Also stirb. Wow, noch mehr von denen. Niemand greift mich hier mit seinen ekligen Pilzsporen an, das ist ja widerlich. Und hier machen wir auch gleich mal sauber.
Und noch ein Schalter. Was man nicht alles unter diesem ganzen Dreck findet. Und 20 mysteriöse Muscheln, also von denen kann man auch nie genug haben. Je mehr, desto besser. Gut, ihr könnt euch jetzt bestimmt denken, wo ich als nächstes hingehen muss, da ich ja jetzt auch Netze wegsaugen kann. So, zack, zack. Genau, hier oben komme ich ja nicht mehr wieder zurück, das heißt, ich muss jetzt eh nach unten gehen. Ja. Moment mal. Es geht ja so eigentlich nicht. Ich muss den Krug hier wieder wegschieben. Oder wegnehmen. Dass ich hier durchgehen kann. Nee. Hä? Hoppla, hab mich verlaufen. Peinlich. Was soll denn das? Hier komme ich ja gar nicht weiter. Das bringt überhaupt nichts. Das war falsch. Moment mal, wo ging's denn hier nochmal raus? Jetzt ist das hier schon wieder alles da. Nee, hier... Aua! Mann, hörst du wohl auf damit? Lass das gefälligst! Hör auf damit! Unfassbar! So, hier unten! Oh, hier geht's doch lang. Ich bin so blöd. Entschuldigung. So, dieses Netz muss man jetzt wegsaugen. Schwupps! Und jetzt... Genau hier... Wow! Absturz! So, was haben wir denn hier? So ein Pech. Ohne passendes Transportmittel kommen wir hier nicht weiter. Ja, aber hier haben wir doch ein Blatt. So, das kann ich mir jetzt mit dem magischen Krug erstmal zu mir holen. Dann kann ich es als, ja, Transportmittel verwenden, als mobile Plattform. So, und schön mit dem Luftstoß des magischen Krugs kann ich mich hier fortbewegen. Richtig geile Idee. So, jetzt gehen wir aber mal nach rechts. So, hier lang. Und zack, so. Ach so. Hab schon kapiert. Hier muss man wieder ein bisschen Gefühl walten lassen. So. Dass man hier den einen Krug hier drauf schiebt. Gut. Wartet mal kurz. Ich will nochmal zurück. Hier nach oben. Ich will nämlich noch wissen, wo es hier lang geht. Ach so, okay. Hier ist die verschlossene Tür. Hier komme ich dann eh nicht weiter, dann muss ich eh wieder zurück. Und tschüssen. Ja, hey, wieso ist denn das jetzt schon wieder weg? Hallöchen. Das geht doch nicht. Das geht wirklich nicht, hallo? Ich glaube, es hakt. So, schieb das Ding darüber. Ja, so ist gut. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich vorhin war, aber diesmal hier drüben. So. Und hier ist der kleine Schlüssel drin, den ich brauche. Gut, dann geht's gleich wieder zurück. Jetzt weiß ich ja wieder wohin. So, verpiss dich. Ah, pfui Schnecken! Ekelhaft! So, jetzt geht's hier lang. Ah, und sieht man, hier ist noch eine große, wichtige, blaue Schatztruhe. Was kann da wohl drin sein? Hm? So, den Pilz hole ich mir jetzt mit dem magischen Krug zu mir. Hep. Oh, das war zu weit! Das war zu weit! Das war viel zu weit. So muss das sein. So, und aufmachen. Yeah! Großen Schlüssel erhalten. Er öffnet große Schlösser.
Ja, der große Schlüssel oder wie ich ihn auch immer gerne nenne, den Master-Schlüssel, den wir brauchen, das große Tor zum Endbossraum zu öffnen. Ah, und hier habe ich jetzt das rote Warpfeld aktiviert. So, und jetzt gehe ich hier, ja, ich habe ja gesagt, hier erscheinen jetzt die beiden und jetzt gehe ich auf das blaue und hole mir das Herzteil, mein viertes und somit mein erster extra Herzcontainer. Tada! Herzteile halten, 4 Herzteile geben einen neuen Herzcontainer. Deine Herzzahl erhöht sich und du hast wieder volle Energie. Sehr geil. Das heißt, noch bevor ich den ersten Boss bekämpfe, habe ich 4 Herzen. Und jetzt sind hier auch noch 2 Wege. Einer führt nach oben, der andere nach... Achso, nee, beide führen nach oben. So, jetzt ist nur die Frage, links oder rechts? Ah, links ist richtig. Hier sind 20 Rubine drin. So, gut, dass ich erstmal hier lang gegangen bin. Und hier haben wir auch schon die Tür zum Endbossraum. Aber ich werde den Part jetzt aber mal beenden, damit es schön spannend bleibt. Ja, bin ja mal gern so, dass ich es spannend bleiben lasse. So, erstmal hier rüber. Und dann noch dort rüber. So, okay, also Freunde, im nächsten Part ist dann Endboss-Time. Da besiege ich den allerersten Boss dieses Spiels, den Boss des Waldschreins. Und dann bekomme ich auch schon das Erdelement. Also man kann sagen, der Dungeon ist natürlich jetzt nur zum Eingewöhnen an dieses Spiel. Er war relativ kurz und die Rätsel auch sehr einfach, aber das ist ja normal für den ersten Dungeon. Und wie gesagt, im nächsten Part öffne ich dann hier das große Tor und besiege den Boss. Also freut euch schon mal auf den nächsten Part. Tschüss.